So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so haben. Wir zoomen erstmal viel näher rein, weil wir haben nicht wirklich viel. Wir haben nur unseren Heimatplaneten und der heißt Simpel. Also einfach. Ja, davon lasse ich mich jetzt mal nicht irritieren. Wir haben hier die ersten Nachrichten, die sind aber egal. Deine Heimatwelt ist Simpel. Deine Untertanen sind es hoffentlich nicht. Ihr warmes Nest zu verlassen? Okay. Also, wir fangen an mit Forschung. Wir würden gerne forschen. Biotechnologie auf der nächsten Stufe, damit wir organische Panzerung bekommen. Nächstes Feld ist Gleiches. Das Budget ist okay, aber ich werde jetzt hier bei Simple einstellen, dass nur übrige Ressourcen in die Forschung gesteckt werden. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, wir wollen erst forschen, wenn wir die Wirtschaft dazu haben. Das heißt, wir hätten jetzt erstmal gerne Fabriken. Fabrik. Wir können jetzt noch eine Menge Fabriken bauen. Bau erstmal nur Fabriken. Okay. Was haben wir für Schiffe? Wir haben einen Voyeur, das ist ein Aufklärer. Den schicken wir mal zu dem Planeten, dann zu dem, dann zu dem. Zoomen wir doch mal wieder ein wenig raus. Und dann hier rüber, darüber, dahin. So, das muss für den erstmal reichen. Das wird ja eh Ewigkeiten dauern, um nicht zu sagen 23 Jahre. Wir bräuchten dann noch einen mindestens, um nach hier unten zu gehen und einen, um nach da zu gehen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz wieder auf Simple, ändern. Und wir hätten noch gerne einen Voyeur, der weiter nach oben kommt. Und zwei Voyeure, 1 bis 2 Jahre. Eigentlich würde ich gerne die Fabriken zuerst bauen. Aber nee, die Scouts müssen raus. Also, okay. Was haben wir noch? Wir haben eine Santa Maria. Wir haben noch nichts zum Kolonisieren. Außerdem würde ich ganz gerne, dass die ersten paar Runden unsere Heimatwelt schön weiter sich vermehrt. Denn es gibt ja halt diese Bevölkerungskurve. Je nachdem, wie viel Bevölkerung da ist, produzieren sie so und so viel gut Nachkommen. Und wenn wir jetzt die ersten Kolonisten davon gleich wieder abziehen, dann haben wir nicht die maximale das maximale Bevölkerungswachstum. Also warten wir damit noch ein wenig. Was haben wir noch? Wir haben keinen Transporter, wie ich sehe, aber wir haben einen Change of Heart. Change of Heart sind diese Schiffe, die vom Orbit aus Terraforming betreiben können. Das heißt, das Schiff könnten wir eigentlich auch erstmal zum Scouten benutzen. Ja, komm, die schicken wir mal nach da unten. Die 5 Planeten abklappern. Oh, Treibstoffverbrauch wird zu hoch. Der hat echt nicht viel. Okay, dann nehmen wir dich mal raus und dich raus und dich raus. Das ist immer noch knapp. Aber ich hoffe dann einfach mal, dass einer von den beiden Planeten da einigermaßen interessant für uns ist und dass er da schon mal vom Orbit aus Terraforming betreiben kann. So, das war's mit unseren Schiffen. Wir haben Simple. Wir haben unsere Produktionseinrichtungen festgelegt. Wir haben die Forschung festgelegt. Wir könnten jetzt noch Schiffe designen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Wir hätten gerne vorhandene Baupläne. Wir können einen mittleren Frachter bauen. So, da tun wir einen Grashüpferantrieb rein. Scanner brauchen wir erstmal nicht. Schilde brauchen wir auch nicht. Ich hätte gern mehr Frachtcontainer. So, das ist jetzt mittlerer Frachter Nummer 1. Damit wir überhaupt schon mal einen Frachter haben, wenn wir den später einen brauchen. So, jetzt hätte ich gerne noch ein Kampfschiff. Dann nehmen wir einen Zerstörer. Bauplan kopieren. Da kann auch gerne ein Scanner rein. Da. Du bist keine Elektronik. Da tue ich keinen Scanner rein. Ich will mehr Waffen haben. Wir nehmen die beste Panzerung. Wir nehmen ein Alpha-Torpedo für Langstrecke und 2 Strahlenlaser für den Nahkampf. So, dann hätten wir noch gerne einen Kampfcomputer in die Elektronik. Was war Mech? War Mech Treibstoff? Ja, komm, Treibstofftank. Obwohl, wir sind ja eh so nah bei den anderen Planeten dran, kein Treibstofftank, weil dadurch werden die Kosten ja auch immer höher. Wir haben jetzt also einen relativ gut gepanzerten. Oh, wir können da 2 reintun. Es geht sehr aufs Germanium. Ich
glaube, ich nehme die raus und hoffe dann einfach mal, dass wir damit schon die ersten Gegner angreifen können. Das soll ja halt nur ein kleiner Verteidiger sein. Das ist jetzt Zerstörer 1. In Klammern leicht. Also keine Panzerung. Was gibt es denn da noch für Bilder? Der. Nicht viele. Okay, das ist unser Standard. Leichter Zerstörer. Okay. Also wir haben jetzt noch einen Transporter entwickelt. Wir haben einen kleinen Angriffsflieger entwickelt. Wir haben ein Kolonieschiff. Können wir ein größeres Schiff bauen, das auch kolonisieren könnte? Verfügbare Baupläne. Wir haben einen Bomber. Brauchen wir nicht. Kolonisierungsschiff ist das Standardschiff. Nö. Aufklärer. Da haben wir unsere bestehende Modelle. Unseren Voyeur. Der hat einen Treibstofftank und einen Sensor und den Antrieb, wie er brauche. Nö, daran können wir nichts verbessern. Also raus hier. Damit müsste unsere erste Runde eigentlich schon vorbei sein. Also nochmal kurz durchgehen. Wir haben einen Scout losgeschickt. Wir haben unseren Terraformer losgeschickt, ebenfalls zum Scouten. Wir haben zwei neue Scouts in Auftrag gegeben. Wir haben ganz viele Fabriken in Auftrag gegeben, damit wir möglichst schnell unsere Wirtschaft in Gang bringen. Wir haben momentan 25.000 Bevölkerung. Das ist nicht sehr viel. Aber die wächst nächstes Jahr um 4.700 wachsen. Das sind diese 19%. Okay, F9. Wir haben ein neues Schiff namens Typ Voyeur gebaut. Voyeur, du fliegst bitte da. Wallaby ist wieder da. Nein, aber das ist zu weit. Du gehst mal wieder zurück. Du fliegst danach nach da. Und der Voyeur, der nächste Runde gebaut wird, der fliegt dann hier hin. Und danach kann er da unten abklappern. Ja, gut. Nächste Nachricht. Du hast Informationen über einen neuen Planeten. Wenn du Deniken kolonisierst, kannst du den Wert auf minus 15% bringen. Das ist nicht gut. Das ist er hier. Jo. Schwerkraft ist tierisch hoch. 7,52 G. Das ist tödlich hoch. Okay. Den Planeten können wir also auf keinen Fall kolonisieren. Erst aller spätestens sehr am Ende des Spiels. Das ist schade, weil er so nah dran war. Aber na gut, können wir nichts machen. Das war's jetzt diese Runde auch schon. Voyeur ist nächste Runde, dann die Fabriken. Okay, F9. Wir haben einen neuen Voyeur gebaut. Voyeur, du fliegst bitte mal dahin, dann nach Wallaby, Hof, da und dann nach unten weiter. Da. Und danach können wir die neue Aufträge geben. So. Einmal rauszoomen. Zack. Ich zoome mal ganz raus, um zu gucken, wie groß die Karte ist. Ha, so groß ist die Karte gar nicht. Vor allem, wir haben hier noch 11 andere Spieler drin. Also wir sollten uns schnell Planeten suchen, die uns einigermaßen passen und uns da festbeißen. Sonst kommen wir nicht zum Zug. So, wir gehen wieder auf 150%, gehen wieder hoch und gucken uns die nächste Nachricht an. 3 Fabriken auf Simpel. Das ist nicht viel. Aber damit mussten wir rechnen, weil wir haben es ja eingestellt, dass Fabriken schwer sind zu bauen. Aber sobald wir sie haben, bringen sie dann auch wieder mehr. Jo, nächste Runde. Wir haben 5 Fabriken gebaut, das schalte ich jetzt mal aus. Wenn du Beauregard kolonisierst, kannst du seinen Wert auf 34% bringen. Das ist doch schon mal okay. Ist nicht super, aber ist okay. Das heißt, den können wir kolonisieren. Werde ich jetzt noch nicht machen. Erst wenn unsere Bevölkerung entsprechend gewachsen ist. Aber das haben wir schon mal als erstes Ziel. Apropos Bevölkerung gewachsen. Wir sind bei Bevölkerung 42.000. Maximal wäre 1,1 Millionen. 30% von 1,1 Millionen sind 330.000? So um den Dreh. Also es dauert noch eine ganze Ecke, bis wir bei dem Wert sind, die ich gerne hätte. Oh, der da sieht schön aus. Finale auf minus 8, das ist der da. Skynet auf minus 6, das ist da unten. Und Equalis auf 97%, das ist genial. Da müssen wir jetzt Kolonisten hinschicken. Tut mir leid, den Planeten brauchen wir unbedingt.
Santa Maria, so, einmal Laderaum voll. Du fliegst sofort dahin mit dem Auftrag kolonisieren. Simple hat weiterhin seine Fabriken. Ich stelle mal die Fabriken um auf Autofabriken. So. Dich löschen wir. Dich fügen wir wieder hinzu. So, wir haben auch noch genug Ressourcen. Ich werde erst Bergwerke bauen, wenn wir auf Simple fast keine Rohstoffe mehr haben. Nee, also fast keine Rohstoffe mehr. So. 1 bis Fragezeichen Jahre, das ist okay. Also wir haben unsere Santa Maria losgeschickt, unsere Scouts sind immer noch am Fliegen und wir haben keine Nachrichten mehr. Also F9. Change of Art 3 hat alle Befehle ausgeführt. Gojo. Der ist hier unten bei Sansibar. Zeig mir mal Sansibar. Ja, da muss einiges getan werden. Kann auf 41% gebracht werden. Aber das machen wir erst später. Was haben wir noch? Sansibar können wir auf 41% bringen und das war's erstmal. Schön. Nächste Runde. F9. Ein Planet namens Frederik, der ist da unten. Minus 12. Nee, den wollen wir nicht. Und das war's auch schon für diese Runde. Ich guck mal ganz kurz, was da noch war. 8 Fabriken auf Simple. Ah, es werden langsam mehr pro Runde, das ist schon mal gut. F9. Oh, noch ein guter Planet. Auti ist bei minus 8, der ist da hinten. Wallaby können wir auf 80% bringen. Oh, der ist auch gut. Und Quinche oder Quische auf 78%. Wir haben noch keine gegnerische Sonde gesehen. Also ich will nicht, dass jemand uns diese guten Planeten wegschnappt. Also, weil sie für uns gut sind, heißt es nicht, dass es für andere auch gut ist, aber es ist anzunehmen. Also ich warte jetzt noch ein paar Runden und dann baue ich 2 neue Santa Marias. So, diese Runde ist fertig. F9. Santa Maria wurde demontiert. Okay, wir haben Equilis oder Equilis unter Kontrolle gebracht. Go to. Equilis. Also IQ-less. Na gut. Also wir sind einfach und dumm. ja. Es wurde standardmäßig eingestellt, dass wir gerne 3 Fabriken produzieren würden und danach 3 Bergwerke. Das ist soweit okay. Das ist immer noch die Standard-Importierleiste aus dem Tutorial, glaube ich. Die können wir auch so lassen. Was haben wir noch? Equilis wurde automatisch durch Terraforming auf einen Wert von 97% verbessert. Noch eine Sache bei unserer Rasse ist die, wenn wir jetzt den Planeten hier verlassen würden, geht alles Terraforming wieder weg. Das heißt, wenn jetzt ein Gegner ankommt und sieht, oh, das ist aber ein schöner Planet und will ihn für sich schnappen, dann wird er böse überrascht werden, weil er danach nicht so einen schönen Planeten mehr hat. So. Du hast Informationen über 9 Planeten. Helium ist auf minus 15. Der ist da oben. Okay. Und Yank ist auf minus 16. Yank ist da. Und Simple ist bei 61 Fabriken von 190. Erz ist immer noch gut. Also F9. Barbecue. Barbecue ist 18%. Nö, das ist mir zu wenig. Der ist da oben. Vor. Hof ist minus 12. Und Time. Das ist Thymian, oder? Minus 15. Nö. Was macht Equidis? 2900 Bevölkerung. Wird nächstes Jahr um 500 wachsen. Ja. Also wenn unsere Heimatwelt inzwischen schon größer wäre, dann könnten wir immer mehr Kolonisten aus den anderen Planeten schicken. Aber unsere Heimatwelt ist ja selbst noch am Wachsen. Wir sind bei 113.000. Wir nähern uns langsam den 300.000, aber es wird immer noch eine Ecke dauern. Schon eben 20.000 wieder mehr. Pregio. Minus 5. Nö, das war's auch schon. Also es geht wesentlich schneller als im Tutorial. Fällt mir gerade so auf. Keine Nachrichten dieses Jahr. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Erzreserven gehen langsam runter. Aber wir haben immer noch genug. Und Equius wächst sehr langsam. Na gut, ich glaube, ich baue jetzt mal auf unserer Heimatwelt 2 Kolonieschiffe für die beiden Planeten.
Ich will nicht, dass die irgendjemand klaut. Also, simple. Ändern. Santa Maria, Santa Maria. Okay. F9.